Then let's make this. Wir fahren zwar jetzt nochmal hin, aber gut. Ist nicht weiter schlimm. Oh, das Ding kann ja sogar über Wasser fahren. Gut zu wissen. da hoch. Ich hoffe wirklich, da sind keine Gegner mehr. Es sind natürlich wieder alle da. Es sind wieder alle da. Das ist ja ein Traum. So. Was war das hier gerade? Ein Pressure war ja noch irgendwo da. Och, kommt schon, Freunde. Ich habe euch schon alle erledigt. Was macht ihr jetzt hier mit dem Auto? So. Ein bisschen rückwärts fahren und dann kriege ich auch die hin. Sehr gut. Ich meine, so groß ist das Camp ja nicht, aber ich habe es halt trotzdem schon erledigt. Deswegen finde ich es irgendwie blöd, das nochmal zu machen oder machen zu müssen. Sag mal. Oh, weißt du was? Jetzt reicht's mir aber. So. Na gut. Schauen wir mal. Ich hoffe, hier kommen nicht wieder alle angeschissen. Oh doch, natürlich. Es kommen wieder alle. Wow. Beide mit einem Schuss. Das ist dieser Skill, den wir haben. Wo wir durch Gegner durchschießen können. Der bringt anscheinend was. Meine Skills sind... Okay. Ich will dir ein paar Arme abschießen, danke. So, den habe ich. Du spinnst wohl. So, Distanzkopftreffer. Wer schießt denn da jetzt? Sag mal. So. Und du lässt schön was fallen, das ich dann aufnehmen kann, danke. Ein Maschinengewehr mit 249. Moment. Ja, bitte. Was ist das? Oh, warum habe ich das? Tschüss. Aber das Gewehr hier, das interessiert mich. Sirene, sind wir nicht. Ja, aber das reicht mir nicht, weil das hat keine mehrfachen Bomblitz. Also das ist das Schild von gerade eben. Die MG. Die probiere ich mal aus. Gegen die Shotgun? Ne, gegen die Pistole erstmal. Ja. Das ist die MG. Oh, die sieht ja krass aus. Probieren wir mal aus. Was die so kann. Oh, ja. Schon nicht schlecht. Bisschen unruhig, aber stark. Sehr Durchschlagskraft. Sehr hohe Durchschlagskraft. Ist cool. Und die verbraucht auch nicht Unmengen an Munition, weil die wirklich nur einen Schuss pro Schuss nutzt. Das ist gut. Was liegt hier? Nichts. Nichts, was uns interessiert. Okay. Ah ja, wir sind ja schon da. Das ging ja doch schneller, als ich dachte. Dann können wir jetzt... Der verblödete Skaglutscher da oben bei der Kanone! Ich... Bitte ignoriere Dave und richte die Kanone 55 Grad nach links und 86 Grad nach oben. Overlook muss voll von dem Mörser getroffen Klar. werden, um den Schild zu testen. Wie stelle ich das jetzt ein? Einfach drücken? Ob das klappt. Ziele mit dem Mörser auf Overlook. Mörser ausrichten.
Ist das jetzt richtig? Wahrscheinlich, oder? Und jetzt feuere die Kanone ab. Wow, okay. Ich bin aufgeregt. Ich hoffe, das klappt. Harry, mal sei nicht traurig, dass der Mann mal in den Grinder gesteckt hat. Was soll's? Ich steig mit dir ins Bett, wenn du mich freundlich bittest. Oh, geil. Und jetzt versuchen wir es mit aktiviertem Schild. Karima, du Fuchs. Okay, Mörser ausrichten. Geil. Das ist genau das, was ich vorhin vorhatte. Ihn da runter zu schießen. Dieser Chauvinist. Noch einmal ab. Ja, mach ich gern. Na, ich hoffe, das Schild ist jetzt oben. Ah, gut. Sehr effizient. Der Schild funktioniert. Perfekt. Overlook ist sicher und kein Dave mehr. Heute ist ein wahrer Glückstag. Komm zurück, sobald es dir passt. Sehr, sehr gut. Das hat ja sehr gut geklappt. Ich schütte mir gerade was zu trinken ein. Und trinke. Sehr gut. Abschluss. Das heißt, der Abschluss ist wahrscheinlich dort hinten wieder. Ist das jetzt schneller, wenn ich laufe? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist schneller. Oder? Geronimo! So. Kein Fallschaden, das ist toll. Nein, Zom. Hab ich dich erwischt? Bestimmt. So. Ja, die MG gefällt mir. Die können wir noch ein bisschen austesten. Meine Waffen gefallen mir sehr gut momentan. So. Die Geknechteten von Overlook. Dann haben wir das auch geschafft. Mal gucken, ob die noch irgendwas für uns haben. Das sind übrigens Sachen, die ich mit dem Hauptcharakter, glaube ich, noch nicht gemacht habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die gemacht habe. Oder ich habe es vergessen. Aber daran hätte ich mich doch erinnert. An Dave, den Penner. Achtung, Einwohner von Overlook. So. Willkommen. Overlook ist sicher. Abgesehen von dem Typ, der gestorben ist. Was er absolut verdient hat. So. Weißt du, was ich an Dave am meisten mag? Dass er tot ist. Schön. Blastproof Deadly Bloom. Dieses Schild ist super. Nova-Schaden ist sowieso immer gut. Setzt eine explosive Nova frei, wenn das Schild oder die Gesundheit aufgebraucht ist. Reduziert den Schaden von Explosionen. Was soll das heißen, theoretisch? Nehmen. Direkt ausrüsten. Ja, absolut. Ja. Die ist super. So, danke sehr. Da ist noch das Schild. Hat's ja gar nicht rausgenommen. Okay. Ja, sehr gut. Dann haben wir das auch geschafft. Waffen, ich hab sie. Du brauchst sie. So ist es. Das brauche ich alles aber nicht mehr. Freude, dein Geld anzunehmen. Das glaube ich dir. Aber ich verkaufe dir doch nur Zeugs. Also. Oh, 2 Skillpunkte. Was mache ich denn? Eiserne Hand steigert deinen Nahkampfschaden. Ja, weiß ich nicht. Todesstoß erhöht massiv den Nahkampfschaden gegen Feinde. Nahkampfschaden plus 100%. Aber ich bin eher für Nachladegeschwindigkeit. Das will ich erstmal voll bekommen. Ja. 2 Token. Schildkapazität. Toll, ich habe daneben geschossen. Jetzt aber. Daneben geschossen vor allen Dingen. Nein, daneben gedrückt. Schildkapazität diesmal. Ja. Gut. Was haben wir jetzt für Aufgaben? Was können wir noch tun? Wir könnten mal nach Sanctuary. Ja, weil wir haben alles erledigt. Das nächste wäre Wildlife Exploitation. Aber wir geben erst einmal... Ein Hinweis an alle Hyperion-Aufsichtsräte. Ah, ja. Vor Reinigung des Getriebes den... Ja, ist klar. Wir gehen jetzt erstmal nach Sanctuary und geben die ganzen Quests ab, die wir jetzt erledigt haben. So. Ja, da sind einige Fragezeichen, die wir klären können. Zuallererst Scooter, glaube ich. Ja, Scooter.
Schauen, was hat man denn für ihn gemacht? Pornoheftchen gesammelt. Was für eine Quest. Bitte sehr, Scooter. Achso, der hatte zwei. Am Stück verschluckt und die kalte Schulter. Ja, gehen wir beides ab. Danke nochmal, Mann! Schwamm drüber, dass du das Catch-A-Ride gehackt hast. Ich werde dich garantiert nicht umlegen. Wahrscheinlich. Vielen Dank, Scooter. Ich bezweifle auch sehr, dass du es hinbekommen würdest. Die kalte Schulter. Ja, Belohnung kassieren. Was gibt's denn? Verdammte Ratten, Mann! Ich war so knapp davor, mein Rohr bei ihr zu verlegen. Und rauszufinden, wie Rohr verlegen geht. Annehmen. Du Laberbacke. Alter. Was haben wir bekommen? Reptil. Ein Skin für den Assassin. Okay. Jo, dann gehen wir jetzt zu Tennis. Und spielen eine Runde Tennis. Dann haben wir alle unsere Quests abgegeben und können... Ja, ja. Na klar. Und können... Ups. Jetzt ins Exploitation Center. Na du? Du hast Tennis ihre Tagebücher wieder beschafft und im Verlauf dieser Mission einiges über Nasenbluten gelernt. Belohnung kassieren. Ich vermute, du hast dir meine Aufzeichnungen angehört. Ja. Ich wäre verärgert, wären da nicht meine gleichermaßen indiskreten Nachforschungen, die ich über dich angestellt habe. Was? Was denn bitte? Wie hat Jack Tennis den Kammerschlüssel entrissen? Schwierigkeit unmöglich? Noch so viele Berechnungen anzustellen, so viel Forschung zu betreiben, so viele lieblose Objekte im Sexualkampf zu schlagen. Was tue ich? Weiß ich nicht. Ich nehme es an. Ich habe die umfangreichen Materialien, die ich vor 5 langen Jahren nach Öffnung der Kammer zusammengestellt hatte, versteckt. In einem Anflug krankhafter Paranoia habe ich ihren Aufbewahrungsort nirgendwo notiert. Finde sie für mich und werde hübsch. Dachtest du etwa, ich sage, hübsch belohnt? Level 25? Was muss ich denn machen? Moment. Folterstühle. Vor Jahren hat Handsome Jack Patricia Tennis gefoltert und ihr den Kammerschlüssel geraubt. Tennis möchte aus irgendeinem Grund, dass du ihre verschwundenen Aufzeichnungen findest, in denen sie festgehalten hat, was Jack und seine Männer ihr angetan haben. Schwierigkeit unmöglich. Ich mache es mal, aber was? Nimm Echos von Tennis auf, 0 von 5. Okay. Ich gehe mal eins nach dem anderen, mal gucken, was passiert. Ich brauche einen Drink. Ja, dann trink was. Hier ist das Erste. Was passiert? Ich wurde nach Sanctuary versetzt, obwohl alle dagegen waren, auch ich. Ich wollte nie hierher. Es hätte mir genügt, meine Tage in einer Nicht-Standard-Behausung mit 2 Deckensesseln zu verbringen, die ich bei einer Kneipenschlägerei kennengelernt habe. Oh, sie sind hinreißend. Sie sprechen kaum unsere Sprache. Und wenn du nicht weißt, was Deckensessel sind, kann ich dich nur bedauern. Ja, okay. Nächste. Ich sollte über den Skolophant in dem Raum sprechen. Der Grund für meine Versetzung war eine überlange und systematisch unangenehme Folterung durch Jacks Schergen. Roland mit seiner gut definierten Brustmuskulatur war so freundlich, mir den Kammerschlüssel anzuvertrauen, ich bin von Amateuren nachdem der Zerstörer geweckt war. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem Krieger. Die klingen nicht mal ähnlich. Okay. Ich bin etwas verwirrt gerade. Ist das eine Verarschung? Weil es steht unmöglich? Ach, so richtig. Die Folter. Ich habe mehrfach freundlich darum gebeten, die Instrumente gegen Bakterien zu desinfizieren, stieß aber auf taube Idiotenohren. Als sie mich wieder und wieder ins Fleisch schnitten, fiel ich andauernd in Ohnmacht und flüsterte den Deckensesseln zu. Alles würde gut. Clark hatte zunächst Angst, seine 4 Beine zitterten an der kalten Decke, aber er wusste, er musste stark sein für mich. Dann widmeten sie sich seinem Bruder Philipp. Irgendwas passiert hier doch noch. Okay. Philipp! Philipp war so tapfer. Er war so tapfer, als die Kreissäge begann, seine Beine von der Sitzfläche zu trennen.
Glock schrie für seinen Bruder, selbst als einer der Folterer sich auf ihn setzte und so seine Schreie dämpfte. Das Letzte, was Philipp sagte, bevor er ins hölzerne Jenseits hinüberging, war: Ich liebe dich, Patty. Ich liebe dich. Und dann war er fort. Jo. Es ist einsam hier im Sanctuary. Sicher, Clock plappert oben an der Decke. Aber alles reine Gesichtssache. Jake hat mir so viel genommen. Jake hat mir in seinem dummen Trachten nach dem Krieger und noch mehr Macht das einzige Glück geraubt, das ich je hatte. Rache ist so sinnlos wie Musik. Aber in diesem Fall werde ich mir erlauben, mich zu rächen und an seinem Untergang mitzuwirken. Merk dir meine Worte, Jack. Du wirst sterben. Das war die Quest? Willst du mich verarschen? Schwierigkeit unmöglich. Belohnung kassieren, bitte. Tennis hat die Chroniken ihrer Folter erhalten und die Welt ist wieder in Ordnung. Die Protokolle meiner Folter. Ich mache mir eine Tasse heißen Kakao und höre sie mir nochmal an. Mach das. Mach das. Alter. Ich habe mich schon eingestellt auf den Kampf des Jahres und dann sowas. Das ist ja... Das ist ja eine Krux. Du hast sie nicht mehr alle. Tennis. Geh mal lieber Tennis spielen. Das ist ja der Knaller. Okay. Wo sind die Quests? So. Okay, hier die ganzen Ignorierten, die haben wir alle schon gemacht. Mit dem Hauptcharakter, deswegen die habe ich jetzt mit unserer Vogelscheuche hier nicht mehr gemacht. Wir gehen direkt ins Wildtierreservat. Ins Exploitation Preserve. Auf geht's. Aber vorher schaue ich mir mal an. Krähenschwarm. Was habe ich denn hier alles? Okay. Nice. Das ist der Original. Zero. Aerodina, Alter. Ja, das ist ja... Ja, Alter. Das sieht ja krass aus. Echolot, okay, Krähenschwarm. Mir gefällt irgendwie die Krähe. Ich weiß auch nicht wieso. Irgendwie sieht die cool aus. Ah, hier sind die Skins. Wie ein Uhrwerk, Special Edition eingeheizt. Okay, das ist schön, schön bunt. Dahl Elite. Auch nicht schlecht, im Camouflage. Die Skin ist türkis. Na, gefällt mir nicht so. Was haben wir noch? Hornissennest. Alter. Das ist mir zu gelb. Stich wie eine Biene. Nett. Blauer Bot. Ganz in blau. Sieht cool aus. Reptil. Ah ja. Ist auch nicht schlecht. Blut und Knochen. Ja, das sieht irgendwie aus wie Currywurst rot-weiß. Ja, was mache ich denn? Ich mache mal... Blauer Bot, komm. Ah, ein bisschen... Bisschen was Neues. Oder? Ja, geht schon. So. Dann auf geht's. Richtung Exploitation. Dafür müssen wir zur Hyperion Bridge erstmal, wie es aussieht. Ich schnapp mir ein Auto. Weil da gehe ich nicht zu Fuß hin. Fahrzeug spawnen bitte. Wo muss ich da hin jetzt? Ja, das war schlau. Aber es hat nicht geklappt. Hätte ja sein können. Schade auch. Was denn?
hat gerade ein Geräusch gemacht, als wäre das ein 20-Meter-Vieh. Aber kommt da so ein 2-Zentimeter-Ding raus. So, wo muss ich denn hin? Ich glaube, ach, da oben war es. Ja, ich erinnere mich. Wie kommen wir da hin? Treasure, haut ab. Hier lang, glaube ich. Ich glaube, hier müssen wir hoch. War doch hier irgendwo. Ja, ich glaube schon. Ja, genau, hier, Isotop. Isotop, und dann müssen wir hier durch. Ich lasse mal die Viecher mal Viecher sein. Ich will jetzt mal da rein jetzt. Schuss konnte ich mir nicht verkneifen. Auf geht's. Wildlife Exploitation Preserve. So. Ja, die Texturen müssen noch ein wenig laden. Hier sieht's ganz anders aus. Der Kumpel käme bestimmt durch dieses Hyperion-Kraftfeld. Aber er ist veraltet. Er braucht ein Software-Upgrade. Mordecai müsste haben, was du brauchst. Er kampiert in der Nähe des Reservats. Ich glaube, er benötigt Hilfe bei irgendwas. Okay. Oh, da sind auch wieder die Stalker. Noch eine Karbe in meiner Knarre. Wo ist er denn? Ach, da oben. Ja, ich sehe schon. Schon sagen, wo hat der denn jetzt hergeschossen? Oh. Die Stalker sind wieder sehr nervig, aber geben massig Punkte. Was hab ich dir denn jetzt abgeschossen? So. Da. Ist gut oder bin ich gut? War ich das jetzt? Keine Ahnung. Mordecai hilft mir. Das finde ich gut. Wie komme ich denn zu dir? Finde Mordecai, da ist er doch. Besorge Claptrap Upgrade. Okay. Das war nicht so gut. Also keine gute Waffe. So, hier kommen wir hier zu dir. Wir sind hier entgegen, da. Nicht schlecht. Ah, kommt schon, zeigt euch. Da fliegst du. Oh, ach, direkt vor mir. Beim letzten Schuss noch erwischt. Wir gehen mal hoch. Ich gehe mal direkt zum Mordecai. Was ist das denn? Ein Rack. Solange er mich nicht angreift, greife ich nicht an, weil die Dinger sind echt nervig. Kaum sage ich's, schon greift er an. Ihr Nervensägen. Mann. Was ist das? Oh, das ist Schrott. Wo seid ihr? Von wo? Casa de Mordecai. Ach so. Oh, schön. Ja, ich weiß. Ich will mich nur mal ein bisschen umsehen. Ich hab das von Sanctuary gehört. Ja. Geht's dir gut? Ja. Tut mir leid, dass ich die Action verpasst habe. Ich habe Hyperion-Aktivitäten im Tundra-Express gesehen. Also haben Bloodwing und ich nachgeschaut. Mir war nicht klar, dass wir in eine Falle tappten. Bloodwing verschaffte mir etwas Zeit für die Flucht, aber die Bastarde haben sie gefangen und hierher gebracht. Was? Oh. Ja, dann holen wir ihn noch wieder. Würde ich sagen. Oder? Was sagst du? Roland hat schon alles geäckert. Meine Daten sind alle auf einem Chip im Bloodwings Halsband. Auch dein Claptrap-Upgrade. Aber ein paar Hyperion-Schweine haben sie ins Reservat entführt. Ich bin froh, dass du da bist. Ich suche seit einer halben Stunde alles ab. Aber das scheint ein Job für mindestens zwei Leute zu sein. Wenn du durch die Werft rankommst, kann ich dich zu Bloodwing führen. Gut. Hol meinen Vogel zurück. Na dann klar. Kriegst du dein Claptrap-Upgrade. Das mache ich, mein Freund. Das mache ich.
Ich werde dir helfen. Wie im Tundra. Oh, ja, ich sehe es. Oh, eine schöne Knarre hast du da. Auf wen zielst du da? Hier. Wollen wir ein bisschen zusammen snipen? Das habe ich genossen. Kommt ihr nicht hoch, oder? Aber ihr könnt ihr auch schießen. Ihr Penner. Ja, sehr gut. Effa. Selector Stalker, ja. Alter. Okay. Wo denn noch? Da. Sehr schön. Das war's. Dann hole ich mir das Erbeutete. Danke. Merci. Merci, merci. Oh. Komm her. So ist gut. Verbessert Action Skill. Naja, warum? Ein bisschen mit der MG nochmal rumlaufen. Bringt dich zum Lachen. Er hat Bloodwing gekidnappt, damit ich mir in die Hosen pisse und damit ruhe, dass wenn meinem Vogel irgendwas zustößt, dass ich bla 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 bla. Aber Blood und ich haben viel zusammen durchgemacht und ich weiß, dass sie auf sich aufpassen kann. Gut. Dann muss ich mir ja keine Sorgen machen, was? So, hier muss ich lang. Und da sind wieder Robots. Sehr schön. Slack. Das habe ich genossen. Das habe ich genossen. Genosse. Ja, sehr schön. Let's go. Unerlaubtes Eindringen registriert. Setze Loader frei. Oh, was? Kacke. Sie setzen Loader auf dich. Verdammt. Gib mir eine Sekunde. Ich denke mir was aus. Okay. Hab ich doch. Ist er nicht beschädigt? Der ist ja wohl voll beschädigt. Und nun? Schädigt die Loader 2 von 3. Okay, Entschuldigung. Ist ja gut. Okay, ist das einer gewesen? Nein, ist keiner gewesen. Ich kill die ja nur. Der ist ja auch nicht. Schädige Leute 0 von 3. Keine Ahnung. Hä? Verstehe ich nicht. Okay, der ist beschädigt. Den töte ich jetzt nicht mehr. Der auch. Sehr schön. Hilfe! Ah, okay, die Tür ist jetzt offen.
Noch eine Körbe in meiner Knarre. So, dann gehe ich jetzt hier mal durch. Kann ich die jetzt eigentlich erledigen? Wahrscheinlich, oder? Wir haben ja die Tür schon geöffnet. Ja, ich schieße auf das einzige Ding, was mich nicht abknallen will. Okay, die sind schon eine Spur härter als im Wasteland. Ja, kein Problem. Was ist denn da eigentlich noch auf mich? So. Das waren wir jetzt aber alle. Und die Tür ist auch noch offen. Alles gut. Puh, sehr schön. Geht's weiter. Nichts über einen schwierigen Kill. Was bist du denn? Okay, ich kann nicht da durchschießen. Ein Ingenieur. Ein Ingenieur ist nichts zu schwer. Okay, schön die Arme weg. Ja, das passt gut. Sehr schön. Was haben wir mit dir? So. Ja, gut. Ach, der ist schon weg. Komm her. So. Ja, das läuft auch ganz gut hier. Ja, Maokai hilft mir sehr gut. Sogar noch besser, wenn ich besoffen bin. Ich auch. Schnelles Nachladen. Hallo, Ingenieur. Nein. Wo sind die Viecher? Da ist doch einer. Ups. Sehr gut. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann. Adios amigos.